So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore Hero. Ja, tut mir echt leid, dass jetzt längere Zeit kein Minecraft Hardcore Hero mehr kam, aber ich musste halt noch ich muss noch ein bisschen vorbereiten, weil es kommt nämlich bald ein neues Projekt raus und da muss ich noch eine Welt bauen und alles. Das hat etwas gedauert und deswegen sorry, dass jetzt so lange nichts kam, aber ja. Also, wir sind jetzt hier in unserer altbekannten Welt und ja, einiges ist vielleicht neu, fällt euch vielleicht auf oder so, ne? Ja, also ich war wirklich nur mal an der Stelle, wo mir mein Freund das da gesagt hat, weil, wisst ihr noch, in der vorletzten Folge, glaube ich, war das, oder in der letzten, auf jeden Fall war ich nochmal da unten. Ich hatte das auch aufgenommen, aber dann ist meine Aufnahme irgendwie abgekackt, keine Ahnung, und ja, ich habe auch noch mal in der Zeit hier kurz weitergebaut, aber ich hab nicht viel verpasst. Also, ich habe hier nur noch mal so eine kleine Lagune ist hier jetzt drunter. Und ja, ansonsten ist alles eigentlich beim Alten geblieben. Wir haben halt jetzt ein paar Dia-Tools, habe ich mir mal gemacht. Diamantspitzhacke und Diamant-Axt, weil Diamant-Axt ist momentan sehr wichtig. Weil, wir bauen ja hier momentan in unserem Haus weiter. Ich zeige euch jetzt hier auch mal gerade diese kleine Lagune, die ich hier gebaut habe. Ist hier einfach so ein See, den ich überdacht habe und ich finde es eigentlich ganz schön hier. Ja, kann man mal so ein bisschen tauchen. Nee, aber ich find's schön. So, ja. Und auf jeden Fall, da drüben ist hier noch das Haus von unserem geschätzten Kollegen. Ja. Wo leider ein paar Creeper drauf explodiert sind, was ich dazu sagen möchte, weil ich war zwischenzeitlich da, weil ich da oben einen Creeper gesehen habe und ich wollte nicht, dass der explodiert. Und dann kamen da aber noch zwei Stück und dann ist das leider etwas in die Hose gegangen. Und ich habe so gut aufgebaut, wie es ging, aber naja, würde er sich selber angucken müssen. Aber gut, haben wir noch was zu essen, weil ich spüre etwas Krummeln in meinem Magen. So, und ich habe es jetzt mal wieder geschafft. Ich bin total erkältet. Aber kennt man ja von mir, ich bin ja durchgehend erkältet eigentlich. Und ja, die haben wir hier eigentlich ein kleines Äpfelchen. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Gut, ja, und ja, mein Schwert hätte ich mir eigentlich auch machen können, aber ich dachte jetzt, eine Axt wäre erstmal wichtiger. In dem Gebäude hier, was wir momentan machen, ist die Sonne. Sonne? Sonne? Oh. Könnte gleich ein bisschen knapp werden. Aber naja. Ja, hier, das muss ich auch noch schöner gestalten, dieses Wohnblock-mäßige Ding hier. Das muss ich auch noch mal ein bisschen besser machen, aber das mache ich jetzt diese Folge mal nicht. Was machen wir denn diese Folge eigentlich? Nee, was könnt ihr mir denn mal machen? Was könnt ihr mir denn mal machen? Oh, was war denn das gerade? Ich hatte doch eben gerade was rot aufgeleuchtet. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht so ganz. Binne. Binne? Binne. Ja, Spinne! Lol. Alles klar. Gruselig. Oh, hier ist ein Creeper explodiert. Lass mich bitte raus. What the fish? Okay. Okay, alles klar. Ja gut. Ah, das sind Zombies, sehr schön. Weiß nicht hier. Ja, genau, Zombie, komm mal her, dann kann ich dich hier natzen. Oh nein, ein Zombie hat mich umzingelt. Was mache ich? Ich glaube, ich bringe ihn um. Schon ein bisschen dumm, diese Zombies, ne? Na gut, sind halt tot, ne? Ich meine, würdet ihr, wenn ihr so ein kleiner Zombie wärt, ohne Rüstung und so, würdet ihr auf jemanden losgehen, der jetzt irgendwie so aussieht? Also, ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Bin ich nicht von überzeugt. Da bin ich nicht von überzeugt. Ah, genau. Was ich ja nochmal machen wollte. Hier, das Kistchen. Habe ich noch irgendwas, was ich brauchen könnte? Außer diesen Massen an Rüstungen. Nein, toll. Geil. Ja gut, aber das Eisen kann ich immer rüber tun und so.
zum Zack und das eine Eisen gekommen. Ich kann ich nochmal schmelzen. Ich kann mir diesen ganzen Ramsch hier auslagern. Ein Stack Holz behalte ich mal. Den Rest lagere ich hier aber mal ein. Eine Iron Pickaxe nehme ich auch mit. Ich glaube, ich lasse die Tiersachen erstmal hier. Weil, wenn ich sterbe. Ach nee, sterben kommt ja gar nicht in Frage. Also, egal. Wenn ich sterbe, ist das Projekt eh vorbei. Alte Wurst. Ich habe hier sogar noch Steak dabei, das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich Kohle? Ja, habe ich, gut. Dann brate ich das gerade mal. Das. Ah nee, das ist ja unnötig, dafür Kohle zu verschwenden. Ich nehme einfach so ein Holzding da. Öfen da. Alles klar, den Sand können wir mal rausnehmen. Das und dann das. Ist unten auch noch Sand drin? Vermutlich, ne? Nee. Naja, wir gehen jetzt mal schlafen. Und morgen sieht dann die Welt schon ganz anders aus. So. Judy. Ah ja. Auch fertig. Gut. Jetzt haben wir wieder wenigstens genug Eisen, um uns ein neues Schwert zu machen, falls das hier zu Bruch geht. Ja. Erstmal baden. Oder erstmal duschen, macht man ja morgens ganz gerne, ne? Oh, richtig schön warm. Ih, das ist ja schlau auf dem Boden. Nee, gut, was können wir denn nochmal machen? Was können wir denn? Ah, ja. Ja, komm, wir machen mal ein bisschen was Produktives an unserem Haus. Muss ja auch mal sein, ne? Ich weiß, ich habe jetzt schon wieder in den letzten Folgen ein bisschen viel gebaut, aber das muss halt auch sein, weil unser Haus soll ja schön werden und dann sollen alle glücklich sein über unser Haus und dann ist das Haus toll und ja. Alles klar, ihr versteht bestimmt, was ich meine, was ich damit sagen will. Nämlich, dass, ich weiß es selber nicht. Egal, so. Holz, Holz, Holz. I want some wood. Woody, woody, die wood, wood. Wood, 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 wood. Alles klar. Okay, den hier, glaube ich, fällen wir nochmal und dann machen wir uns schon mal an die, Außenpfosten oder machen wir das jetzt nächste Folge? Nee. Ja. Also ich glaube, ein paar Außenpfosten können wir heute nur mal machen. Ja. Ich weiß, das war jetzt heute nicht so die spannendste Folge, aber naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Was ich glaube, ist die ja nicht mal vorbei. Nee, egal. Ach so, da ist noch Holz drin. Da ist hier noch Holz drin. Ach so. So, aber das können wir hier gleich mal nachpflanzen, den ganzen Klumbatsch. Damit es hier auch schön nachwächst. Ja, das ist der Sinn von Nachpflanzen. Ah! Ich glaube wieder Scheiße. Ich müsste hier wirklich mal so einen Knopf reinschneiden, wo dann, wenn ich irgendwelchen Müll labere, wirklich so ein Knopf kommt, wo dann draufsteht. Ja, labert Scheiße. Ja, muss ich mal machen, muss ich mal gucken, ob das geht. Wäre nämlich cool. Wäre nämlich voll cool, wäre das. Ja. Gut, ich denke mal, das war... Ich war das nicht. Ich kann alles glaubwürdig abstreiten. Eieieiei. Oh Mann, verarscht mich. Oh je, oh je. Oh gut, oh gut. Ja, ist jetzt egal, ob ich Fallschaden kriege. Ich will das hier einfach nur fertig machen. So. Damit ich dann die kleine Folge beenden kann. Ich werde in der nächsten Folge mir was Spannendes machen können. Nicht nur so ein Bullshit. Wie ich diese Folge gemacht habe. Das mache ich ja immer so. Deswegen nehmt ihr mir das hier hoffentlich nicht übel. Und dann, ja. Würde ich mal sagen, gucken wir es uns mal an. Ja, sieht doch ganz annehmbar aus, würde ich sagen, fürs Erste. Ne? Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt nochmal kurz hier die Abmoderation zwischen meinen Kisten. So, machen wir mal kurz den hier und die Optionen. Und immer mal von Vollbauperspektive. Dann würde ich mal sagen, ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Lasst doch einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und dann tschollo, bis zum nächsten Mal. Ciao.